Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Goldesel Trading und Investing. Mein Name ist Michael und ihr seht es schon, heute mal nicht von mir zu Hause aus dem Büro, aus dem Trading Office, so kann man es ja bezeichnen, sondern aus der Mietswohnung, die ich schon mehrmals in meinen Instagram-Stories gezeigt habe. Es kamen so viele Nachfragen. Was ist das für eine Wohnung? Wann hast du die gekauft? Wie viel hat die gekostet? Was hast du gemacht in Sachen Renovierung? Was hat die Küche gekostet? Und so weiter und so fort. Und weil da so viele Anfragen kamen, habe ich mir überlegt, okay, ich mache einfach mal ein ausführlicheres Video dazu, was ich jetzt genau hier gemacht habe und ja, was die Rendite so ist ungefähr und ja, was ich mir so alles hier vorstelle. Und beginnen wollte ich eigentlich mal mit einer kleinen Rundführung durch die Wohnung, was die Wohnung so auszeichnet und ja, wie gesagt, was hier alles jetzt neu ist, seitdem der alte Mieter raus ist. Also los geht's! Damit ihr überhaupt mal so eine kleine Vorstellung habt, ich gehe mal so durch die Wohnung durch. Das hier ist der Eingangsbereich, die Tür, da stehe ich gerade, die Eingangstür. Und ganz interessant, ihr seht das hier, das ist quasi eigentlich mal anscheinend eine Tür gewesen zur Küche rein. Und als der letzte Mieter noch drin war, war hier quasi kein Regal, sondern das war noch die alte Tür, nur dass die Tür ausgehängt war. Und ich hatte es mir jetzt so überlegt mit dem Handwerker, dass es doch Sinn macht, hieraus was zu machen. Und dementsprechend haben wir hier so kleine Regale reingezogen. Das ist jetzt echt eine super Abstellfläche. Also das ist so die erste Sache, die gemacht wurde. Und diese Türscharniere, die man hier gesehen hat und so, das wurde eben alles sauber abgedeckt. Die zweite Sache, die neu ist, ist der Boden. Ihr seht, das ist ein Designer-Vinyl, quasi Optik wie Holz. Aber ist eben unfassbar robust und er hatte ungefähr, ich glaube, 25 Euro den Quadratmeter gekostet. Mit solchen schönen Seitenleisten hatte ich das hier dann noch gemacht. Also das ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut geworden. Ihr seht es hier, wir sind gerade im Wohnzimmer. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das ist der Wohnzimmerbereich mit einer tollen Aussicht nach draußen. Und hier... Das Ding ist echt geil, meiner Meinung nach. Die Küche, die neue von IKEA, nähere Details dazu, was die gekostet hat und so weiter, dann im zweiten Teil des Videos. Das ist der Kühlschrank, sehr großer Kühlschrank. Hier war vorher, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Kühlschrank drin. Jetzt eine große Gefrierkombination mit Kühlschrank. Ganz normale hier Schubladen. Hier hat der Handwerker Mist gebaut, wird nochmal ausgetauscht. Und hier ein... Regal, die musste ich die Steckdose umsetzen lassen, weil die genau in der Höhe war, wo das Regal befestigt wird. Hat aber kein Problem. Und jetzt kommt das Highlight. Was ist das, Leute? Also, das hat mich echt geschockt. Der Abzug von der Dunstabzugshaube, die hat einen Kohlefilter, trotzdem muss die Luft irgendwie nach oben weg. Ja, und da war ich echt ein bisschen schockiert. Wobei, ich habe jetzt in meiner aktuellen Wohnung mal geschaut, das ist wohl... wirklich normal, haben mir auch viele bestätigt. Normalerweise ist dann hier als Lösung zum Beispiel so ein Gewürzschrank und dann sieht man das gar nicht. Naja, aber jetzt ist es halt so, muss man vielleicht noch was dann drum machen. Ein Induktionskochfeld, richtig gut. Ein richtig guter Ofen mit vielen verschiedenen Funktionen. Hier, okay, das ist ganz normal. Eine Spüle. Hier noch ein Geschirrspüler. Und hier unten ein Bereich für den Müll. Und hier unten die Anschlüsse, die Wasseranschlüsse. Die müssen noch neu gelegt werden. Also habt ihr schon mal einen Eindruck von der Wohnung? Hier, wie gesagt, einfach der Wohnzimmerbereich. Hier wird es sich anbieten, einen riesigen Fernseher natürlich hinzuhängen. Und was auch viele gefragt haben, was das hier genau ist. Also wie gesagt, der Balkon und hier, weil die Fenster undicht waren, hatte ich so einen Dämmschutz noch mit dran gemacht, damit eben der Wind nicht mehr durchkommt und ja, kein Kondenswasser und sowas entsteht. Ausblick. Echt sauruhig hier. Diese Straße hier ist verkehrsberuhigter Bereich, also da kommt nicht viel. Und der Balkon ist so groß, man kann sogar über das Schlafzimmer reinkommen. Also echt eine coole Sache, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich richtig gut, würde ich auch selber einziehen. So, hier in dem Bereich hier vorne, dort wurde auch noch so eine Dämmschicht hingelegt, dass, also auf dem Boden, damit hier keine Kälte mehr durchkommt. Schlafzimmer ist das hier. Auch richtig schön. Was wir noch gemacht hatten, ist hier versucht ein bisschen diese Sachen, die waren echt vergilbt, die haben wir ein bisschen gereinigt. Die
ganzen Heizungen, die waren echt gelb geworden. Die haben wir neu eingesprüht mit so speziellem Lack. Die sehen wieder richtig gut jetzt aus, die Heizungen. Und sogar die Thermostate. Also das sind so kleine Arbeiten. Wenn man das macht, sieht die Wohnung direkt mal mehrere Stufen besser aus. Und was sich auch oft anbietet, ist mal die ganzen Steckdosen und so weiter sauber zu machen. Und was wir noch gemacht haben, hier die Türen und die Türrahmen mit so Rußentferner, alles mal richtig schön sauber gemacht. Hier das Bad, hier hatte ich noch den Wasserhahn ausgetauscht. Der ist jetzt neu von Grohe und dieser Mischer hier für die Badewanne, der wurde wohl kurz vorher schon mal ausgetauscht. Ansonsten die Toilette, die ist noch okay. Vielleicht müssen wir noch den Toilettendeckel auswechseln, aber ansonsten ja, war es das schon mal fürs Grobe. Was ich zur Wohnung zu sagen habe, wie gesagt, sind 53 Quadratmeter, die wir jetzt hier sehen. Ist ein Mehrfamilienhaus mit überwiegend nur Eigentümern, also sehr, sehr ruhig, sehr gepflegt. Und klar, dementsprechend ja, gibt es hier, glaube ich, wenig Probleme. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Der Boden hier vom Balkon, ihr seht das, da muss man auch was in Zukunft noch mal machen. Aber da habe ich mir jetzt überlegt, auch mit dem Handwerker, den ich hier engagiert hatte, der hat gesagt, so Fliesen neu machen ist sehr, sehr aufwendig. Mittlerweile macht man das so, dass man hier so eine Abdeckschicht drüber legt und dann so einfach so Platten drüber legt. Also das werde ich dann wahrscheinlich auch so machen oder muss man irgendwie mit den Mietern abzusprechen. Also ja, so viel erstmal zur Wohnung. Guckt mal hier, das ist nochmal die Aussicht. Echt richtig schön ruhig hier. Und im nächsten Teil des Videos gehe ich da mal so ein bisschen auf die Kalkulation ein, was die Wohnung wirklich gekostet hat und ja, was so die Kosten jetzt waren für die Renovierung. Weil ich muss dazu sagen, ich bin in Sachen Börse, bin ich ein alter Fuchs und achte genau auf die Rendite. In Sachen Wohnung ist es bei mir irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen anders. Also es ist nicht so sinnvoll, was ich gemacht habe mit so einer richtig guten Küche von Ikea. Kosten kommen nachher noch. Auch den Boden, den ich verlegt habe, da gibt es Boden, der kostet nicht mal ein Drittel. Den würde man, wenn man auf die Rendite achtet, wahrscheinlich eher in seine Wohnung ja, verlegen. Aber irgendwie, ich möchte für mich einfach nur, dass die Wohnung richtig gut in Schuss ist, dass die Mieter sich wohlfühlen, dass die Miete nicht übertrieben hoch ist. Natürlich verschenke ich die Wohnung noch nicht. Das sage ich auch noch mal nachher dann genaueres dazu. Aber insgesamt soll das eben eine Wohnung sein, wo ich auch immer selbst drin wohnen würde. Ne? Und das ist, wie gesagt, durch die Küche, durch den Boden ist das echt insgesamt eine super Sache. Also ja, ich fühle mich mit der Wohnung jetzt so einfach viel wohler, wie wenn die, ja, wenn da irgendwie alles kaputt ist und vergammelt ist. Und ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass die Wohnung jetzt, dass das Geld quasi nur rausgeschmissen ist. Zum einen ist, ich nehme ein bisschen mehr Miete dafür jetzt, wie ich sonst genommen hätte durch die Renovierungsarbeiten. Und klar, der Wiederverkaufswert steigt natürlich deutlich an, weil wenn man die Wohnung in Schuss hält, wenn der Boden neu ist, wenn die Küche neu ist und ich die dann irgendwann verkaufen wollte, ja, dann ist ja klar, dass der Wiederverkaufspreis deutlich höher ist. Plus man darf nicht vergessen, ich kann die Küche und so weiter jetzt natürlich auch richtig schön abschreiben. Die Gewinne in 2019 werden dadurch ein bisschen geschmälert und dadurch zahle ich natürlich auch weniger Steuer. Und deswegen ja, ist das natürlich jetzt nicht so, dass man genau, ihr wisst das, alle, die ein Geschäft haben, dass man jetzt genau diesen Preis wirklich so zahlt, sondern das senkt dementsprechend den Steuersatz und ja, dadurch ist das nicht ganz so teuer, weil es quasi Abschreibungsobjekt ist, zumindest die, ja, die Küche. Und genau, zum nächsten Teil jetzt bei mir aus dem Büro nochmal die genauen Details zu den ganzen Kosten. Bis später. So, zurück im Office. Ich hatte euch versprochen, ich wollte nochmal ein paar genaue Zahlen zu der Wohnung preisgeben. Ich wollte mal ganz kurz vorher sagen, ich bin wie gesagt kein Profi in Sachen Immobilien. Ich werde wahrscheinlich viele Fehler gemacht haben und diese Rechnung, die ich zeige, ist auch nur ganz, ganz grob. Ich bin mir bei einigen Sachen gar nicht genau sicher, aber es soll nur so ungefähr ein Anhaltspunkt sein und ich bin bei der Wohnungssache nicht ganz so rational und wahrscheinlich denken sich auch viele, das war dumm, die Küche war viel zu teuer oder das hätte ich so nicht gemacht und so weiter. Und ich reize auch die Miete nicht komplett aus, sondern bleibe da immer noch im fairen Bereich. Ich glaube, ich hätte locker 50 Euro mehr im Monat nehmen können, aber will jetzt hier nicht das letzte Prozent Rendite einfach rausquetschen, weil es eben einfach nur ein Nebenerwerb ist und ja, mein Hauptgeschäft ist Börse und dementsprechend möchte ich da einfach
eine schöne Wohnung haben und zufriedene Mieter haben und da ein bisschen was mit verdienen. So viel dazu. Es gibt ein gutes Tool, wer sich auch in Sachen Immobilien ein bisschen beschäftigen möchte, von Immocation. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Da habe ich auch mal ein bisschen reingeschaut. Die haben zum einen so eine Bierdeckelbewertung, wo du ganz grob, ganz schnell schätzen kannst, ob sich eine Wohnung lohnt oder nicht. Und dann gibt es auch noch ein Excel-Sheet, was sehr komplex ist, was man hier durchgehen kann und tausende verschiedene Sachen angeben kann für eine Detailprüfung. Also hier, es geht echt los vom Lage, Zustand, Ausstattung und dann gibt es eine Gesamtauswertung. Das habe ich jetzt alles gar nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, einfach nur ganz schnell einen groben Überblick geben wollte. Und zwar, die Wohnung ist 2013 gekauft worden. Irgendwann im Jahre 2013, ist also schon eine Weile alt. Und ich hatte damals, glaube ich, die Hälfte ungefähr finanziert und die Hälfte so bezahlt. 53 Quadratmeter. Der Balkon, weil er nicht überdacht ist, glaube ich, zählt er gar nicht dazu. Also 53 Quadratmeter reine Wohnfläche. Es gibt einen Tiefgaragenstellplatz noch und einen Keller, einen extra abschließbaren Keller und noch einen Waschraum. Also ganz normal in einem Mehrfamilienhaus einfach ist. Und das Haus ist von, ich glaube, 1998 so rum. Wohnen fast nur Eigentümer drin, das hatte ich ja gesagt. Und ist eben sehr ruhig und die Lage ist wirklich 1A, muss ich sagen. Es ist richtig, richtig gut. Die Wohnung ist im Kreis Offenbach einfach, genau. Also in Dietzenbach, Dietzenbach-Steinberg, ein recht schöner Ort. Also das ist alles top dort. Und der Kaufpreis war damals inklusive Nebenkosten bei rund 114.000 Euro. Das war damals ohne Makler und diesen Kaufpreis, also die Wohnungen in Dietzenbach haben sich auch, diesen haben sich so krass gesteigert. Ich gucke immer mal rein, ich suche ja noch, also nicht mehr zu vergleichen. Das war damals schon ein relativ gutes Schnäppchen. Ja, und jetzt hat sich das alles, glaube ich, nochmal 30, 40% nach oben geschoben. Die Daten waren mit dem alten Mieter so, dass ich 570 Euro Kaltmiete genommen habe. Das sind dann 6.480 Euro Jahresmiete. Und wenn man das dann teilt durch die 114.000 Euro Kaufpreis inklusive Nebenkosten, dann kommt man eben auf eine Mietrendite von 6%. Und das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wobei, wie gesagt, ich hätte sogar bei meinem alten Mieter noch ordentlich was rausholen können, glaube ich, weil ich es nicht ganz ausgereizt habe. Aber 6% Mietrendite sind eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier sind jetzt einige Sachen noch gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel nicht umlagefähige Kosten. Da wird ja auch noch ein bisschen was abgezogen. Ist allerdings nicht so viel. Ich glaube, Rücklagen oder so. Oder irgendwelche, ich glaube, Bankkontogebühren. Also wie gesagt, ich bin da kein Profi. Die Rendite wird wahrscheinlich in der Praxis ein bisschen niedriger sein, aber ungefähr in die Richtung geht's. Und jetzt die Investition nach dem Mieterwechsel, weil wie gesagt, der Boden war richtig gammelig irgendwie und die Küche, die war sehr, sehr alt. Blend nochmal kurz ein Foto hier auch ein, wie das mal vorher aussah. Also ist nicht mehr zu vergleichen. Und die Küche von IKEA, diese Küchenzeile nur, hatte gekostet 3.796 Euro. Also ist jetzt nicht wirklich ein Schnäppchen. Ich war mal unterwegs beim, wie hieß das, Roller, Skonto oder wie die alle hießen. Aber diese Küchen dort für 1.000 Euro, oh mein Gott. Also das ist wirklich so billig vom Billigsten. Auf den Fotos, in den Prospekten sieht das noch okay aus, aber dann in echt, also habe ich keinen Bock drauf. Und dass die dann auch direkt kaputt ist, wollte ich auch nicht. Und deswegen habe ich mich für IKEA entschieden. Auch weil IKEA den großen Vorteil hat, dass es direkt geliefert werden kann. Und bei den ganzen Segmüllers und so weiter ist es ja meistens so, dass das dann erstmal ja, produziert wird oder geliefert wird in 4 bis 6 Wochen. Und da der Mieterwechsel jetzt eben sehr schnell vonstatten ging, wollte ich da möglichst schnell eben die neue Küche drin haben. Das hat aber jetzt auch gut geklappt. Der Aufbau, ich habe einmal in meinem Leben die IKEA-Küche aufgebaut, nie wieder. Die Opportunitätskosten sind so hoch, ist auch nicht gut geworden. Ich brauchte Hilfe, es hatte Wochen gedauert. Dementsprechend Küchenaufbau von der Firma von IKEA machen lassen, so ein Subunternehmen. Sie 647 Euro hat es gekostet und die waren da innerhalb von einem Tag, also einfach fertig. Und jetzt ist eben alles auch perfekt aufgebaut. Der Boden ist so ein Designer-Vinyl gewesen vom Baumarkt. Da gab es eine 20% Aktion, da habe ich direkt den Boden gekauft. Der Originalpreis waren, glaube ich, 26 Euro den Quadratmeter. Ich habe jetzt durch die Aktion ein bisschen weniger gezahlt, waren aber insgesamt 1.200 Euro für den Boden plus die Seitenleisten. Also echt schon teuer gewesen. Und ich habe mit dem Handwerker dann vereinbart, sie verlegen mir den Boden und sie machen eben ganz viele Ausbesserungsarbeiten. Das war unter anderem die Türen, die ich euch gezeigt habe, wo diese Dichtungen neu gemacht wurden.
am Balkon wurde noch so eine Dämmfolie mit reingelegt auf dem Boden, dass da diese Kältebrücke irgendwie nicht so zum Vorschein tritt. Die haben die ganzen Seitenleisten gemacht, die haben mir eine Steckdose noch versetzt in der Küche, die haben die ganzen Heizungen haben sie gestrichen, angestrichen und ja, wie gesagt, viele ganz Kleinigkeiten. Das Regal haben sie unter anderem noch gemacht, den Wasserhahn haben sie mir ausgetauscht. Was haben sie noch alles gemacht? Also noch ein paar Kleinigkeiten. Die waren auf jeden Fall 3 Tage dann dort gewesen und ja, dementsprechend bin ich da ganz zufrieden. Waren insgesamt dann 8.043 €. Wahrscheinlich habe ich noch ein, zwei Sachen vergessen, keine Ahnung, aber das ist ungefähr so die Dimension, was mich jetzt der Mieterwechsel und die Renovierung gekostet hat. Kaltmiete neu, ich werde jetzt erhöhen von 570 auf 620 € und das sind dann im Jahr eben 7.440 € und die Mietrendite bleibt im Endeffekt für mich quasi gleich. Also immer noch um die 6%, wenn man die Basis bei 123.000 € jetzt nimmt. Keine Ahnung, also ich habe es jetzt mal einfach so gerechnet, grob. Ist wahrscheinlich auch wieder nicht komplett richtig. Seht es mir nach. Wer davon mehr Ahnung hat, ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich da alles falsch gemacht habe. Ich bin ja immer lernwillig, aber das ist für mich nur so eine Pi mal Daumenrechnung. Und die alte Küche hatte ich immer abgeschrieben noch. Die hatte ich damals, das kann man ja dann mit angeben. Ich glaube, diese alte Küche hatte ich mit 8.000 € oder sowas angegeben. Und die konnte ich dann abschreiben. Und jetzt kann man die, glaube ich, dann nochmal voll abschreiben. Glaube ich, muss ich nochmal fragen. Und die neue Küche kann man jetzt eben auch wieder auf 10 Jahre abschreiben. Und die ganzen Investitionen und Handwerkerrechnungen habe ich natürlich jetzt auch alle ins Jahr 2019 mit reingepackt. Das mindert dann meine kompletten Einnahmen und damit auch die Steuerlast. Also ja. Man kann das dementsprechend, das wisst ihr ja alle, die ein Geschäft haben, man kann das nicht so sehen, sondern die Investitionen sorgen immer dafür, dass deine Steuerlast auch wieder sinkt. Dementsprechend ist das jetzt nicht so heftig mit den Kosten, wie man es da jetzt auf den ersten Blick sieht. So denke ich es mir zumindest. Und ja, das sind so einfach mal nur die groben Schätzungen, was das jetzt gekostet hat. Würde mich mal interessieren, hättet ihr das auch so gemacht oder sagt ihr, billige Küche, günstiger neuer Boden und dann trotzdem dementsprechend erhöhen? Also wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen so, dass ich da gute Sachen verbaue, die so ein bisschen halten jetzt hoffentlich. Das Designerwin hat den riesen Vorteil, das ist so kratzunempfindlich. Also das kann kaum kaputt gehen, weil da so eine Schicht irgendwie, so eine Art Plastik oder so ein dicker Lack oder so drauf ist. Also es ist mega robust im Gegensatz zu Parkett oder zu Laminat. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, hat automatischen Korkboden mit drin für die Dämmung. Also ist halt echt eine gute Sache. Und eine IKEA-Küche hatte ich auch bei mir in der alten Wohnung mal. Die sind echt im Verhältnis zu vielen anderen Wohnungen richtig, richtig gut und sind ja auch nicht günstig, wie ihr gesehen habt. Und die Geräte waren vor allen Dingen ziemlich teuer gewesen. Also dementsprechend ist es, glaube ich, eine runde Sache jetzt mit der Wohnung. Genau. Das war's schon. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, den Kanal abonniert, wenn es euch interessiert. Die nächsten Themen gehen wieder in Richtung Börse, glaube ich. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.